So, letztes Spiel heute, also nächstes Spiel, vielleicht letztes Spiel in der Champions League, wir wissen es noch nicht, aber wir haben das 3-1 im Spiel, haben wir geholt, auswärts, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt geht's weiter mit dem Rückspiel gegen Piemonte Calcio, beziehungsweise gegen Juventus Turin eben. Und danach gibt es die Bayern. Also, auf geht's. Boah, was ein Spiel in der letzten Folge. 4 zu 4 in Bremen. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. So. Ja, mal gucken. Ich hoffe, das wird einfach irgendwie vielleicht nur entschieden. Das wäre super. Aber wie gesagt, dieses Spiel gegen Bremen, das tut gerade ein bisschen weh. Vor allem, weil es einfach so unnötig war. Dieser blöde Abwehrfehler in der letzten Verteidigung, in dem letzten Angriff. Naja, und dann hat man noch die Scheiß-Siegchance in der 97. Ey. Naja. Für heute haben wir es. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Gehen wir rein ins hoffentlich entscheidende Match. Wir haben noch eine kleine Rechnung offen. Wie gesagt, im Spiel haben wir schon mal ein bisschen, haben wir schon mal einen Grundstein gelegt. Mal gucken, wie gesagt. So, dauert einen kleinen Moment. Jetzt. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen in der Arena auf Schalke, liebe Fans. Und Sie sehen es ja, das Wetter könnte nicht. Na dann, auf geht's ins Match. Ich bin halt auf das Match, deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen weggedrückt. Ich will jetzt, will dieses Ding jetzt irgendwie versuchen zu richten. So ein emotionales Spiel in Bremen und jetzt das Spiel gegen Turin im Rückspiel. Es geht um eine Menge. Das dürfte. Ja, gibt Ecke, glaube ich. Ja. Oh, schade. Richtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet ein klasse Keeper auf. Ich sag ja. Ja, gibt Ecke. Ja, ich will so schnell wie möglich das 1-0, damit wir ein bisschen Luft haben vorne. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Schöne Bewegung. Upsi. Bisschen verzogen. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlt. Wie gesagt, ich will eigentlich so schnell wie möglich das 1-0 machen, damit ich hier weiterkomme. Für einigen Gesprächsstoff sorgte in den letzten Tagen Marco Reus. Denn alle fragen sich, wie wird er sich entscheiden? Wird er auf? Wird er weiter? Uschi, wie siehst du das? Was würdest du denn sagen? Hazard mit dem im letzten Moment noch gestoppt. Das weiß er selbst am besten. Er weiß, wie es ihm geht. Vor allem auch gesundheitlich. Die Frage ist auch, ist der unbedingte Wille noch da? Also nach so einer Karriere könnte ich schon verstehen, wenn er sagt, nee, reicht, ich hänge die Schuhe an den Nagel. Latza. Da ist die Hereingabe. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ziemlich, was macht er drauf? Oh, das ist zu einfach. Mann, 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 doch 1 für Turi. Ja. Ja, wenn die nämlich jetzt ein Tor machen, dann steht es auch immer nur noch 1 zu 0. Also sie müssen ja 3-1 gewinnen, aber... Jetzt die Ecke. Besser nicht. Na gut. Ballverlust. Wenn der sitzt, dann geht hier noch was. Aber ja, so Goretzka. Und wir sehen, Hinspieler ein Eigentor erzielt. Den hätte sie zu gern gemacht. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ja. War ein bisschen schlecht gespielt. Herr Wedi. Nee, 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 das kann man fast nicht durchgehen. Was? Er zeigt ihm die gelbe Karte. Faul war's und dann ihn. Oh.
Oh Mann, das war noch nichts. Schöne Gelegenheit für Dybala, das sind die Freistöße, die er immer wieder... Aber stimmt, der Gegner muss ja... super Freistoß. Eine Torschance nochmal neu bekommen, aber ist nichts passiert. Aber die gelbe Karte tut Kopf weh. Naja, alles gut. Arnold. Latza. Da ist jetzt Platz. Richter. Lehmer. Kommt, ist bei ihm dran. Mann, Szczęsny! Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Ecke kommt in 16. Da passt er auf und kann klären. Nächster. Die Ecke kommt rein. Eckball kommt. Der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Jetzt schießt er. Paulinho. Da stehen sie unter Druck. Die Baller. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ist der Ball. Jetzt wird's gefährlich. Diesmal wieder. Jetzt endlich! Jetzt war keiner mehr in der Lage, da einzugreifen. Immer wieder versuchen über diese Seite und es funktioniert. 1:0. Blau-Weiß 4:1 die Addition. Also, Turin braucht jetzt Minimum 4 Tore, ganz klar. Arthur. Und, ja, mal gucken, was passiert in der zweiten, in der Halbzeit noch, jetzt hier noch, oder im Verlauf des Spiels noch. Die Bremer haben es den Schalke haben ja gezeigt, wie man es geht mit 4 Toren machen. Die Chance jetzt. Richter! 5:1. Jetzt brauchen wir 5, also. 2:5 wird reichen. Ja, aber schaffen sie es. Das ist die ganze, ganz große Phase. Er ist einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Gesamtspielstand. Nun also 5:1. Weiter geht's. Die Nummer 23. Also Aufgabe gehört, wie gesagt, nächster Spieltag ist die Bayern, haben wir auch noch eine kleine Rechnung offen. Die haben wir nämlich verloren im Spiel. Anderson Talisca. Aber jetzt erstmal das Ding hier noch halbwegs zu Ende bringen und dann uns das hoffentlich Viertelfinale freuen. Aber wie gesagt, Fußball kann uns so viel möglich. Pass wird abgefangen von Goretzka. Ist hier immer noch am Ball. Lehmer. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Ah! Ganz schön robust da rein. Und dann ist es der Willi. Das wird Ecke geben. Ecke kommt ins Zentrum. Da können Sie erstmal klären. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Wir halten fest, zur Pause sind sie raus. Da muss jetzt was kommen. Ja, sie stehen mit dem. So, Bayern spielt gegen Inter nur 1:1. Das ist aber egal, weil die Bayern das Spiel gewonnen haben. So, jetzt werde ich natürlich den Wechsel machen. Becker rein für Elvedi, weil der mit seiner gelben Karte schon ein bisschen vorbelastet ist. Spiel läuft wieder. Also Doppelschlag von Marco Richter, 2:0. Rückspiel in der UEFA Champions League, zweiter Spielabschnitt, wer kommt ins Viertelfinale? Genau so ist es, momentan sind wir es. Dybala jetzt. Dybala. Arnold. Das könnte Geld geben. Normal, Hazard, der hat jetzt ein bisschen Platz. Hazard. Hazard, den muss er machen. Muss er nicht? Macht er nicht. Schuss geblockt.
So, jetzt könnte der Schiedsrichter da nochmal gerne eine Karte geben, oder? Da kommt die Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Eden Hazard. Da hat er die Chance. Nein, der geht nicht rein. Hab ich gerade gesagt, haben die gerade gesagt, 28 Chancen gehabt, so? Dass sie jetzt beide drauf haben auf dem Platz. Dabei. Goretzka. Die Baller jetzt. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für den FC Schalke. Dann geht es zu Hause gegen die Bayern. Ah. Eine richtig reizvolle Partie könnte das werden. Und Lukas. Mura. So, was machen Sie draus? Arthur. Keine gute Aktion, schlecht verteidigt. So wird das nichts mit dem Tor, der Dulde ist da. Juve, probiert es doch mal ein bisschen. So, Wechsel jetzt aber bei Juve. Dritter mittlerweile. Ecke kommt. Der Ball ist drin. Ja, du hast zwei. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich. Luis Suarez. Mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Weiter geht's hier. Nun steht es in Addition 5:2. Also, es ist das Tor für Juve gefallen, aber Marco Richter. Super Technik. Bisschen zu einfach. Arthur. Gefährlich jetzt. Mit dem Ball oder gar keinen. Haku. Der Ballverlust. Aber den muss er besser verteidigen. Das ist jetzt seine Chance. Meine Fresse, der kann einmal kurz fünf Mann stehen lassen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die. So, jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Weil Juve jetzt einen Ausgleich geschafft hat, brauchen die tatsächlich jetzt noch zwei Treffer und wäre dann noch unerwartet in der nächsten Runde. Sei denn, die Schalke machen hier rechtzeitig vorher das dritte. Also 4-2 würde reichen, wenn sich 5-2. Stark gearbeitet. Also trifft Juve jetzt hier gleich mit einem 2-3. Wird das nochmal eine heiße Schlussphase? Das hätte ich nicht erwartet nach dem, dem Spiel. A nach dem Hinspiel und der B nach dem 2-0 der Schalke. Kulusevski. Weg. Versuch's einfach mal, aber kein Tor. Ah, der Winkel war spitz. Ah, war knapp. Wir kriegen momentan einfach viel zu viele Gegentore. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. So, hier ist bald Schluss. Es steht unentschieden. 2:2. Zeit, unseren Blick kurz auf die Folgepartie zu richten. Buschi. Bayern. Der kommende Gegner von Schalke 04 heißt Bayern München. Oh, das wäre fast der Fall für Vegas. Wäre das ein Siegtreffer gewesen, dann wäre es durch gewesen. Per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Gibt es den Ablauf. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Latzer. Kein guter Pass. Da wird er weggezogen, damit ich dich da hinspielen kann. Ach Gott, Alter. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Ja, Flanke kommt kurz. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. 1 Minute noch. Kulusevski. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Ist egal. Ich glaub, für das bringt jetzt ein bisschen Zeit. Ja, gut. Ist egal. Und es gibt Gelb gegen die Schalke. Ja. Das ist jetzt egal, wenn ich ehrlich bin.
ein Foul und auch die Verwarnung ist meiner Meinung nach. Da, zwei Wechsel. Gleich wird hier ausgewechselt. Und das war's. Für die Finale. Richtung Mögliche. Da hatte man auch bei League im Halbfinale unglücklich rausgeflogen. Jetzt sind wir völlig verdient in die nächste Runde eingezogen. Es wurde mir aber mal spannend. Nach dem 2-2 dachte ich mir, oh, nicht, dass die Juve da nochmal aufdrehen kann. Das Spiel war am Ende bei dem Unentschieden. Und damit sind wir in der nächsten Runde des Wettbewerbs. Mit einem 3-1 auswärts und einem 2-2 zu Hause. Sind wir dann weiter. Also zweite Unentschieden in Folge tatsächlich nur. Bayern wird auch trotz Niederlage weiter. Zweite meiner Meinung nach unnötig Unentschieden, aber diesmal war es egal. So, PSG checkt Dortmund. Ist es damit weiter? Ah ne. Ah ne, ist das Rückspiel, genau. Bayern schlägt Inter am Ende. 2-0 und 1-2, wir schlagen Juve mit 5, mit 3-1 auswärts und unentschieden 2-2. Ja, wie 3-4, Alter. Nachdem Real schon 2-0 in Tottenham gewonnen hat, verlieren die zu Hause noch 1-4. Puh. Ja, das war's dann mit FIFA und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Duell gegen die großen Bayern, weil da haben wir noch eine kleine Rechnung offen. Da haben wir das Hinspiel nämlich verloren und das machen wir jetzt im Rückspiel dann nochmal an.